Willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. Im letzten Part haben wir die Ruin und den My Story komplett abgeschlossen, inklusive der Tore. Da wir immer noch nicht genug Ressourcen haben, um die Kampagne der Krieger, die Krieger der sechs Elementarherrscher komplett zu betreten, gehen wir jetzt in eine brandneue Kampagne, und zwar das Rätsel der Megalithen. Bin mal gespannt, das Thema sagt mir gerade gar nichts. Ja. Megalithen haben die einzigartige Fähigkeit, Ritualmonster ohne Ritualzauber heraufzubeschwören. Die Macht der Megalithen öffnet das Tor zu neuen Ritualen. Wie gesagt, das ist eines der neueren Themen, das sagt mir zumindest gerade gar nichts. Vielleicht kenne ich vereinzelte Karten, aber vielleicht ist das auch komplett neu für mich. Also schauen wir doch einfach mal rein. Ja, haben wieder eine recht kurze Kampagne. Das ist mal gucken, wann die länger werden oder ob die alle so kurz bleiben. Keine Ahnung. Aber ohne weitere Umschweife würde ich sagen, gehen wir direkt in das Szenario und gucken noch einmal, was die Story der Megalithen so bereithält, was deren Lore ist. Oh, was kriegen wir als Belohnung? Den Megalith Hagit. Ja, ist ein themeninternes Monster. Wie gesagt, auch tatsächlich noch nie gesehen. Also das Thema scheint ziemlich neu für mich zu sein. Ich bin gespannt. Das Rätsel der Megalithen. In uralten Zeiten wurden viele monumentale Steinbauten errichtet. Steinkreise und Pyramiden sind Beispiele dafür. In vielen anderen Welten gibt es jedoch verschiedene Arten von kolossalen Gebilden. Schauen wir uns eine davon an. Die gewaltigen Steingebilde, die als Megalithen bekannt sind. Der Megalith Ophiel ist eine weiße Statue, die einem Engel ähnelt. Ihr welliges Haar reicht bis auf die Schultern und ihre Augen sind mit einem sanften Ausdruck geschlossen. Was besonders ins Auge fällt, sind die Flügel an ihrem Rücken wie bei einem Engel. Ihre strahlende Heiligkeit lässt dem Betrachter Ehrfurcht und Demut empfinden. Demgegenüber steht der schwarze Teufel, Megalith Hagit. Eine Statue eines hageren Teufels, der mit verdrehten Gliedmaßen dahockt. Sein Gesicht ist hinter einer Maske verborgen. Nur der nicht ganz verdeckte Mund lässt seinen Gesichtsausdruck erahnen. Die Stacheln, die seitlich in seinem Körper stecken, flößen dem Betrachter Furcht ein. Die Skulptur zweier Kinder in Weiß und Schwarz, Megalith Och, zeigt scheinbar ein liebliches Zwillingspaar. Nach der Flügelform zu urteilen, scheint das weiße Kind ein Engel zu sein, das schwarze Kind hingegen ein Dämon. Vermutlich dann die Kindform der beiden, die wir eben gesehen haben, oder? Bemerkenswert sind auch die gegensätzlichen Gesichtsausdrücke. Die Sockel der Megalithen bestehen aus einem unbekannten Material, nicht aus Naturstein. Zu ihren typischen Merkmalen gehören eine siebeneckige Verzierung und ein mystisches Muster. Was für eine Macht verbirgt sich in diesen Sockeln, die ein sanftes Licht ausstrahlen? Okay, das ist mal der Beginn der Lore. Ja, scheint also zwei Entities zu geben, also ein Engel und ein Teufel. Das ist ja der Teufel des Ganzen. Und ich vermute mal, dass diese Zwillingskinder einfach die beiden als Kinder sind und es sind Zwillinge. Das wäre auf jeden Fall das Logischste. Ja, das ist der Megalith Hagit. Ja, was kann die denn? Zauberfall auf einem Weg hinzufügen und deiner Main Phase. Spezifische Effekte wie ein bestimmter Monster von deiner Hand in dem Monster. Der kann jedes Ritualthema einfach nutzen. Das ist ziemlich interessant. Okay, wir haben drei Hagits bekommen. Und gehen jetzt in Praktik, also in ein Tutorial quasi von diesem Thema. Ich bin gespannt. Lerne die Vorzüge und Nachteile des Megalithen-Decks.
Und als Belohnung gibt es Windkugeln. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir da so haben. So, wir agieren als Zweiter und ja, wie gesagt, das Thema ist tatsächlich komplett neu für mich. Also bin mal gespannt, was ich jetzt hier lerne. Was macht ein Megalith-Deck einzigartig? Alle Megalith-Monster sind Ritualmonster. Obwohl sie keine eigenen Ritualzauber haben, kann jedes Megalith-Monster verwendet werden, um andere Megalith-Ritualmonster als Ritualbeschwörung zu beschwören. Insbesondere die Megalith-Monster der Stufe 8 können aus der Hand abgeworfen werden, um die Ritualbeschwörung zu aktivieren und damit eine Reihe von Spielmöglichkeiten eröffnen. Und wenn sie durch andere Karteneffekte als Ritualbeschwörung auf das Spielfeld beschworen werden, erhältst du hohe ATK, Death und andere erstaunliche Effekte, die dich im Duell nach vorne bringen. Okay. Schauen wir doch mal. Gegen die sich öffnende Megalith-Tür. Jetzt. Okay, Gegner macht gar nichts und ich habe drei Megalith-Monster auf der Hand. Du hast Megalith Phalek gezogen. Aktiviere den Effekt von Megalith Phalek und beschwöre Megalith Aratron als Ritualbeschwörung. Das sind Megalithen, die wir eben nicht kennengelernt haben. Offensichtlich. Ja. Okay, also wir den Effekt von Phalek. Legen sie ab und können jetzt hier Aratron Spezial beschwören. Okay. Also beschwören sie sich einfach gegenseitig. Achso ja, ich muss den anderen natürlich weglegen. Macht Sinn. Ja, also man macht immer noch minus eine Ritualbeschwörung. Daran hat sich nichts geändert, anscheinend. Ein bisschen Aratron. Du hast Megalith Aratron erfolgreich als Ritualbeschwörung beschworen. Megalith Aratron ist ein mächtiges Monster, das gegnerische Effekte annullieren kann, die die Karten auf deiner Spielfeldseite zum Ziel haben. Greife die Leistung des Gegners direkt an. Also hat mein Gegner jetzt wahrscheinlich einen Battlefader, den ich negieren kann, richtig? Hätte ich jetzt einfach mal vermutet. Gehen wir in die Battlefield. Direct Attack. Nee, okay. Macht einfach nur Damage. Okay. Das war ja ein sehr kurzes Tutorial. Also ich glaube, das hätte man sich auch sparen können. Habe ich jetzt nicht viel gelernt, aber gut. Windkugeln erhalten. Und dann gehen wir doch erstmal direkt ins erste Duell. Wenn ein Stufe 8 Megalith wie Megalith Aratron rituell heraufbeschworen wird, hat das sofort einen negativen Effekt. Lies von der Anzahl der Karten in den Händen deiner Gegner und auf dem Spielfeld über den Effekt, den du mit der Ritualbeschwörung erzielen willst. Was auch immer dieser Satz bedeutet. Man sieht, das ist nicht vernünftig übersetzt. Der Story-Modus zum Glück schon. Wenn du einen Stufe 8 Megalith zu deiner Hand mit dem Effekt von Senju der 1000 Hände und die Spezialbeschwörung der 4. Stufe Megalith mit vorherbestimmtes Ritual heraufbeschwören, ohne den Stufe 8 Megalith in deiner Hand abwerfen zu müssen. Ja, Grammatik. Geil. Keine Ahnung, was mir damit gesagt werden wollte. Ist auch egal, wir gehen einfach mal ins Duell rein. Ich wollte ins Duell rein. Lass mich doch. Spiel, Mensch. So, ich fange an und ja, wird jetzt wahrscheinlich ein Megalith Mirror Match sein. Bin gespannt. Es geht. Die Hand sieht erstmal tot aus gegen immer noch die sich öffnende Megalith-Tür. Habe ich irgendwelche Plays? Der Hagrid. Ah, das ist jetzt das böse Monster, ja. Okay, da kann Ritual beschwören werden und der auch, aber ich habe nicht genug, um abzuwerfen, richtig? Also habe ich hier gerade keine Plays, richtig? Was macht die magnetische Umkehr? Wähle eins von einer Maschine oder Felsmonster, das verbannt ist, was sich in der Entwicklung befindet und kann ich beschwören. Was macht das hier? Okay. Ich habe überhaupt keinen Play. Nice. Setzen wir mal einen Trap und geben ab. Legit kein Play. Bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja, Gegner hat Senju. Das sind die stark. Was macht das jetzt? Achso, ja, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Bringen mehr, als ich Monster auf dem Feld habe. Hat sich hier den Phalek, also mein Gegner scheint Plays zu haben. Ja. Trifft Megalithen ab, also den Betor und opfert zwei Monster, den Och und den Hagit. Und hat jetzt den Phalek auf dem Feld. Was macht der jetzt? Okay, er kriegt 300 ATK für jedes Ritualmonster in seinem Friedhof, deswegen ist das Ding auch so stark. Ja, jetzt muss ich hier top decken, ansonsten ist das einfach schon over. Bin gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich will den Effekt nicht aktivieren. Hier in meinen Zug.
Magnetkraft. Was macht die? Ja, ich habe legit kein Play. Das sind die beiden Karten bringen mir nur was, wenn ich Monster kontrolliere und ich kann nicht mal was reborn, weil das Ritualmann zu seinem Friedhof sind. Ich kann nichts Ritual beschwören. Ja, gutes Deck. In dem Match konnte ich echt viel machen, muss man sagen. Definitiv ein Skill-Issue, dass ich das verloren habe hier. Ja. Ja, meine Monster sind unberührt, das bringt mir alles nichts. Ja, okay. Das war ein fruchtloser Versuch, möchte ich mal sagen. Modernes Yu-Gi-Oh! In a nutshell. Wenn man brickt, dann brickt man, ne? Okay. Versuchen wir es doch einfach direkt nochmal. Wird ja wohl nicht zweimal in Folge so ziehen. Ja, ich hätte ja nur ein Megalith-Monster mehr gebraucht, dann hätte ich ja ein Play gehabt. Ich hoffe, dass mein Deck auch Sandus und Mansus spielt. Oh, Extravagance spielt das Deck. Das ist natürlich honestly echt strong. Gegner beginnt. Diesmal hat mein Gegner den Brick. Nice. Terraforming. Oh, es gibt eine Feedspell in dem Deck. Spannend. Was macht der unfertige Megalith? Ach, guck mal, der beschwört Ritualmanns aus dem Deck. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier doch Plays. Fantastisch. Ich glaube, ich habe gerade versäumt, Extravagance zu aktivieren. Ja, ich spiele kein modernes Yu-Gi-Oh! Ich spiele keine Decks mit Extravagance. Ich habe vergessen, dass man den nur zu Beginn der Main Phase 1 aktivieren kann. Ich dachte erstmal Deck ausdünnen ist definitiv und dann Extravagancen, aber ja. Jetzt muss ich mit der Extravagance warten. Was macht das Portal denn? Das erste Mal wird es nicht zerstört. Okay, das Portal ist strong. Gut. Wenn wir definitiv Plays aktivieren, das Portal. Und dann aktiviere ich jetzt hier den unfertigen Megalith. Und jetzt kann ich ja. Genau, ich beschwöre ein Megalith-Monster als Ritual beschwören. Was beschwören wir denn hier? Schon mal den, der hat 4 Death. Der hat 2,6. Dann opfere ich den Arathron. Und kann den Hagit beschwören. Also auf jeden Fall sind jetzt hier schon mal Plays da. Das ist doch nice. Ich mache auf jeden Fall das. Das ist der Hagit. Was macht der jetzt? Ah, der kann eine Zauberfalle holen. Okay. Ja, dann möchte ich den gerne aktivieren. Und dann möchte ich die Feedspell aber auch aktivieren. Hab die Kette sogar richtig gelegt. Kann mir die auf die Hand holen. Ja, guck mal. Ihr seht, das Deck hat doch Plays, wenn man nicht komplett brickt. So, ich krieg den wieder auf die Hand. Und jetzt kann ich mir noch eine Zauberfalle holen. Das ist das Portal nochmal. Das war das Ding. Die Trap war irgendwie bla. Ich hole mir nochmal den Schnellzauber, der aus dem Deckritual beschwört. Ich könnte jetzt hier tatsächlich den noch einen Hagit beschwören. Nee, das wäre aber Quatsch. Ich gebe hier einfach ab. Ich sitze jetzt erstmal auf dem Hagit und dann Extravagance sich nächste Runde. Ich glaube, es ist ganz gut. Gut, man ging halt hier den Manju. Warum kann ich den aktivieren? Das ist ein Quick Effect. Du kannst den generischen Zug Ritual beschwören. Okay, das ist wild. Das ist absolut wild. Das habe ich nicht gewusst, dass das Deck sowas macht. Okay, spannend. Gegner macht ein bisschen Minus für eine Ritualbeschwörung. Und holt hier was raus? Den Betor. Ja, was macht der jetzt? Okay, er hat jetzt das, mein Monster angezielt, um zu zerstören. Das heißt, ich kann es jetzt wegopfern für eine Ritualbeschwörung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wie gesagt, den Effekt. Ja, das ist doch super gut. Genau, mein Gegner hat jetzt die zum Zerstören gewählt. Das heißt, ich tribute sie jetzt weg, vor allem aus meiner Hand. Sollte ich um hier so einen Zerstörungseffekt machen mit der Karte noch was. Kriege noch einen Megalithen und dann müsste mir jetzt ja wieder was aus dem Deck specialen, meine ich. Er hat jetzt die Feedspell noch zerstört, klar. Aber ich suche mir dann einfach eine neue Feedspell, hätte ich gesagt. Okay. Ritualbeschwörung als Quick Effect ist ja actually insane. Wahnsinn. So, zieh noch ein B-Tor. Jetzt Extravagance ich natürlich erstmal als allererstes, bevor ich irgendwas mache. Extravagance nimmt natürlich 6 Karten. 6 random Karten aus dem Spiel gehen raus. Chain die Mix an. Was habe ich hier gezogen? Magnetische Umkehr. Oh, damit kann ich was aus dem Friedhof beschwören. Das ist cool. Haben wir noch ein B-Tor?
Ja, ich öffne das Portal erstmal. Ich drücke jetzt einfach Knöpfe. Wie das meistens ist. Aber ich glaube, ich kann jetzt hier unfertige Megalith aktivieren. Ich möchte gerne das Eimer Zeit beschwören. Ich möchte nichts anketten. Ich hole mal nur viel, weil damit kann ich mir noch Monster suchen. Ich biete den als Tribut an. Da kommt der in Death. Ich habe das Gefühl, wir kommen ein bisschen voran. Genau, aktivieren und aktivieren. Gibt es hier wieder unendlich Searches? Ach ja, modernes Yu-Gi-Oh, man liebt es. Ich hole mir das. Den möchte ich gleich speziell beschwören, ne? Hol ich mir mal den Hagit auf die Hand. Und ich möchte nichts chainen. Und dann auf der Ophir und holt mir noch was auf die Hand. Tu mir mal das Ding, das ist strong. Ich kann jetzt auch mein Extra Deck nutzen. Was habe ich denn hier drin? Ein paar Links, ein Cerberus, ein Phoenix. Ja. Okay, aber jetzt kann ich auch den. Okay. Ach, das, die sind nicht alle Fels oder was? Oder? Hä? Habe ich nicht was im Friedhof, was ich beschwören kann? Offensichtlich nicht. Was tue ich jetzt hier? Ich hole jetzt erstmal den raus, glaube ich. Ah ne, das war falsch. Egal. Ne, ich opfere den hier. Ich mache dumme Dinge, glaube ich. Ich glaube, ich mache hier gerade dumme Dinge. Egal. Jetzt nochmal ein Hagit, der kann wieder was suchen, ne? Ja. Suchen wir mal. Also jetzt kann ich das wieder aktivieren, oder was? Suchen wir mal das Ding. Keine Ahnung. I don't know. Maschine oder Felsmonster, was verbannt ist, oder? Was habe ich hier drin jetzt? Den Farlek. Also kann ich doch hier rebauen, oder? Kann ich hier nicht einfach rebauen? Ich kann den rebauen. Warum kann ich nichts anderes rebauen? Ich bin ein bisschen clueless gerade. Ich drücke einfach nur Knöpfe. Das Ding rebauen. Kann ich jetzt aktivieren? Nein, kann ich wieder nicht. I don't know. Keine Ahnung. Möchte ich ein Nightmare Monster bauen, maybe? Guess, ich könnte einen Felix bauen. Ja komm, warum nicht? Dann mache ich immerhin Progress. Ah ja, muss zwei unterschiedliche sein, genau. Wo war das mit dem Phoenix? Phoenix. Ja. Ich mache komische Plays, die sind bestimmt nicht richtig, aber who cares? Zerstören wir mal die Red Trap. Das war irgendwas und dann greife ich einfach mal da rein ein. An. Attack, irgendwas. Jetzt habe ich die Feed Spell sagt, dass die nicht zerstört werden kann. Ah, das gilt für alle. Das ist ja unfair. Och nö. Dann hat es ja gar nichts gemacht. Mann, was war das für ein grausamer Zug? Ich höre euch schon alle, wie er mich in den Kommentaren anschreit. Das war auch wirklich, wirklich schlecht. Was macht Erdgesang? Ritual beschwören. Okay, was macht das? Beides nichts. Okay. Oh Gott. Ich hasse das moderne Deck zu spielen, die ich nicht kenne. Das endet nie gut. Betor. Okay. Der möchte jetzt zerstören. Ich aktiviere das erstmal. Kann ich mir irgendwas holen wieder, ne? Ich hole mir mal einen Achter. Dann kann ich bestimmt was machen. Und das verhindert, dass meine Monster zerstört werden können, richtig? Also chain ich das einfach an. Das sollte ja eh zerstört werden. Das lasse ich mal da, wo es ist. Resolve. Megalith-Portal. Holt mir das. Detour. Offensichtlich werden die doch zerstört. Das ist foolish. Also es ist Prem für Ritualmonster. Holt jetzt das Ding und kann nichts machen. Jetzt aktiviere ich mal das und special mir irgendwas. Maybe bringt mir das was. Ja, möchte ich gerne. Ich kann den specialen, der ist stärker als die immerhin. Irgendwie komme ich trotzdem nicht voran. Turn Change und.
hier in noch so ein Ding. Ich könnte jetzt ein Phoenix. Habe ich noch ein Phoenix drin? Ja, dann baue ich jetzt ein Phoenix. Dann kann ich immerhin eins zerstören. Probably. I don't know. Ich gehe einfach in Karten, die ich kenne. Vielleicht bringt das was. Ich drücke hier basically nur Knöpfe. Ihr seht es ja. Phoenix. Was macht das? Ich werf das mal ab und zerstöre die. Was kann ich denn hier anstellen? Kannst du das nur zu Friedhof ist? Hm? Ach, ich kann ja wieder was beschwören. Ah, so, das kann man immer benutzen. Okay, das ist ein permanenter. Okay, interessant. Wenn sie säuft das, dann dürfte sein Monster nicht zerstört werden. Wegen meiner... Oh doch, wird trotzdem verbannt, okay. Ja, Portal triggert. Und holt mir das Ding wieder, I guess? Bringt mir gerade nichts. Ich könnte jetzt in Cerberus gehen. Ja, ich kann das Ding jetzt kaputt machen, dann machen wir das mal. Ah, ich kann in Unicorn gehen, das ist sogar besser. Gehen wir in Unicorn. Gehen wir einfach in die Nightmare-Monster. Das sind gute Link-Monster, die kenne ich. Ich weiß, was die machen. I guess. Das ist dann der Play hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Katastrophal. Ich freue mich darauf, wenn Decks kommen, die ich kenne. Fake Unicorn. Discard, keine Ahnung, Betor. Shuffle den ins Deck, bitte. Nice. Battleface. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gemacht habe, aber ich habe irgendwie meinen Gegner alles genommen, was er hat. Das kann ja nicht verkehrt sein, oder? Also irgendwie muss es ja halb richtig sein, denke ich. Gegner muss top decken. Hat eine Backrow, okay. Aber die Karte ist ja übelst strong, wenn ich einfach jede Runde was beschwören kann. Das ist ja voll gemein. Aber die werden halt unter das Deck gelegt, wenn die... Deswegen kann ich nicht alles immer... Aber zusammen mit der Feedspell ist das ja insane, weil dann suche ich mir halt wieder was und... Das ist schon strong. Das ist schon strong irgendwie. Lightning Storm bringt mir gerade nichts. Drehen wir das mal in Angriff und gehen einfach in die Battle Phase, die gibt es gesagt. Battle Phase. 2-2. 1-3. Dann gebe ich mal ab und gucke, ob mein Gegner was hat. Oder ob das hier einfach schon Game ist. Ja, interessantes Deckthema. Ich wünschte, ich würde es kapieren. Es wird. Ja, also dieses moderne Combo Yu-Gi-Oh! Ist halt überhaupt nicht meins. Megalith Pool. Ich hatte, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Ich glaube, die besitze ich im Real Life. Habe ich irgendwann mal aus Booster gezogen oder so. Egal, greife für 2-2 direkt an. Und damit ist das Game gewonnen. Ein purer Skill. Würde ich sagen, sehr gut Outplay, taktische Plays gemacht. Das war einfach brillant von mir. Brillant war das. So. Dann gucken wir mal, wie das Duell mit meinem... Wir haben Wasserkugeln gekriegt, cool. Und gucken wir mal, wie das jetzt mit meinem Deck aussieht. Ich habe das Deck vielleicht zum letzten Mal nicht großartig verändert. Ich habe die Waldgiraffe reingepackt, einfach weil ich die Karte gerne habe. Und den Lightning Storm natürlich, den wir erhalten haben. Sonst war da, glaube ich, nichts, was man da großartig reinpacken konnte. Also ja, da ist auch direkt die Waldgiraffe auf der Startbahn. Schön. I like it, I love it. Gegner fängt an mit der Feedspell. Das ist strong. Man kann hier direkt Ritual beschwören. Das ist stark. Ich habe Spalt, aber er hat die Field Spell. Aber es kommt nur ein Tausender. Okay. Was macht der auch? Ich Asche einfach. Keine Ahnung, was der macht. Der sucht wahrscheinlich irgendwas. Achso, der hätte eine Karte 10 an abwerfen können. Ja, egal. Ist vielleicht eine gewastete Asche, aber. Einfach erstmal Aschen. Einfach erstmal Aschen. Portal addet jetzt hier wieder was zurück. Und er hat aber nur eine Backrow. Okay, das ist ja nicht so dramatisch, tatsächlich. Ich ziehe einen Krebons. Ist das ein aktivierender Effekt? Nein, das ist ein permanenter Effekt. Dann gehe ich hier mal mit dem Krebons rein. Und kann das Monster aber clearen, zusammen mit Krebons und Spalt, weil es einen Attack beschworen hat. Ja, genau. 40. Ist aber okay, ich gehe in die Manifest 2. Und ich spalte ihm das ja einfach weg. Dann ist das Ding weg und dann kann er hoffentlich nicht mehr viel machen. Ich habe jetzt keine tolle Hand, aber vielleicht reicht's ja. Das sitzt ja einfach auf dem Krebons. Ja, Gegner pass einfach. Nice. Irgendeine Backrow, irgendeine Spell Trap oder einfach ein Master Dragon. Warum auch nicht?
Dann gehen wir hier einfach rein. Ich scheine scheinbar ein 6er Synchro im Extra-Deck zu haben. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Tolles ist. Ich greife einfach an. Mein Gegner muss es ja erstmal aus dem Brick ziehen. Ja, Problem ist, was mache ich, wenn er ein Ritualmonster legt? Dann ist er wahrscheinlich wieder komplett im Game. Okay, er macht es einfach nicht. Für mich eine total viable Option. Das ist einfach nicht. Ich habe Möbius. Ich glaube, den will ich hier beschwören. Weil die Field Spell extrem nervig ist. Und damit nehme ich ihm, glaube ich, extrem Wind aus den Segeln. Außerdem, wenn ich jetzt mit Beimonster direkt angreife, ist er in Giraffen-Range. Das heißt, selbst wenn er Monster beschwört, habe ich dann trotzdem Game. Das ist nice. Zerstör die beiden. Boom, boom. Battleface. Ich habe wohl auch ein 8er Synchro extra. Nice. 2-4. Erstmal sauber nicht um den Ghost rumgespielt. Das war dumm. 1-2. Ja, egal was er jetzt macht, nicht zurück kann die Waldgiraffe einfach direkt angreifen. So muss das doch aussehen. Okay, er hat noch eine Megalithen-Feed-Spell. Und er hat tatsächlich eine Ritualbeschwörung. Er macht tatsächlich etwas. Okay. Investiert seine ganze Hand. Für Ophir. Ja. Jetzt kriegt er 2 Searches, glaube ich. Was macht Ophir nochmal? Sucht, glaube ich, auch irgendwas. Ich hätte ja noch jemanden ausgeschrieben. Ich hätte mich auch daran erinnern können. Ophir sucht hier einen Salek. Und das Portal triggert und wird noch ein. Ja, greift den Krebons an, den Effekt den Angriff kann ich negieren für 800 Lebenspunkte. Und jetzt greife ich einfach mit der Giraffe direkt an. Haha. Voll gut. Das ist doch mein Finish. Was mir gefällt. Wattgiraffe, komm aufs Feld. Ja, die meisten Wattmuster können ja direkt angreifen. Diese auf jeden Fall. Direct Attack mit der Wattgiraffe. Bam! Das ist Game. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gerade darüber freue, dass ich mit so einer dummen Wattgiraffe das Game gemacht habe. Aber hey, ich liebe diese Karte einfach. Ja, Story Duell im ersten Versuch auch mit dem Deck abgeschlossen. Was kriegen wir als Belohnung? Ich habe gar nicht aufgepasst. Erdgesang. Das ist eine Ritualkarte für Erdritualmonster. Jo, haben wir jetzt 3 Stück. Cool. Okay, wir haben ein paar Kugeln. Haben wir genug, um durch ein Tor zu treten? Nein. Und wir haben nicht genug Feuerkugeln. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt noch, gehen wir noch ins Ziel, hören uns das Ende der Story an, reißen noch ein paar Booster auf und dann ist dieser Part auch schon wieder vorbei. Also ja, bin mal gespannt, wie sich diese Story jetzt beendet. Also wir haben ja noch nicht alle Megalithen kennengelernt, nur 3 und es gibt ja offensichtlich viel mehr. Werden die noch erwähnt oder nicht? Bin mal gespannt. Wir gehen einfach ins Ziel und als Belohnung kriegen wir Falek. Das ist das Lichtmonster, genau. Wir haben das Finster und das Lichtmonster dann bekommen. Okay. Warum nicht? Gehen wir rein. Die Sockel der Megalithen dienen möglicherweise als Tor in eine andere Welt. Oder Verbindung zu einer anderen Kreatur. Aus dem Sockel von Megalith Ophir tritt Megalith Falek, der 2 Flügelpaare besitzt. Das sind die anderen Megalithen. Die kommen aus den Sockeln. Das ist cool. Ganz anders als die sanfte Ophir trägt dieser grimmige Engel Helm und Schild und einen Speer. Aus dem Sockel von Megalith Haget tritt der große, 4-flügelige Teufel Megalith Betor. Das sind ja die, die wir eben die ganze Zeit gespielt haben. Wir schon wundern, wo die herkommen. Dieser Teufel ist von furchterregender Gestalt und hat ein trügerisches, goldenes Horn. Aus dem Sockel von Megalith Och stürmt der 4-köpfige Drache Megalith Aratron. Okay. Sein Schwung droht, die Erde zu zerstampfen und alles zu verschlingen. Man kann sagen, dass all diese Skulpturen nur eine Form der aus den Megalithen geborenen Macht enthalten. Das ist noch nicht alles. Wait, there's more. Oh. Oh. Ein Megalith hat die Macht, eine Art Kraftfeld zu erzeugen, nachdem er zerstört wurde. Wie wurden sie hergestellt? Und was steckt hinter ihrer verborgenen Macht? Die Megalithen umgibt ein großes Rätsel. Der Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels liegt möglicherweise in einer Wahrheit, die jenseits der Megalithen selbst hervortritt.
Oha, ein anderes Thema vielleicht, was mit denen verwoben ist. Ja, das war auf jeden Fall die Megalithen-Story. Cool, cooles Lore. Interessant, also Statuen, aus deren Sockel andere Kreaturen hervorbrechen. Wir haben wundersamen Aufbruch bekommen. Und ja, ich möchte nicht zum Store. Aber ja, wir haben ja wieder ein paar Kugeln gesammelt. Aber ich gucke gerade noch einmal, bevor wir in den Shop gehen. Ich glaube, ich habe immer noch nicht genug Ressourcen für das Tor der Elementarherrscher, richtig? Einmal nachgucken, wenn wir das abschließen können. Nein, wir brauchen Lichtkugeln, glaube ich, dafür. Haben wir immer noch nicht. Also Elementarsäbel dürfen wir, oder Elementarherrscher dürfen wir immer noch nicht beenden. Das heißt, im nächsten Part geht es dann zu den Pyroxen-Kriegern. Vielleicht haben die was mit den Megalithen zu tun, vielleicht auch nicht. Und ja, wie gesagt, das haben wir im nächsten Part, in diesem Part. Jetzt wie immer ein bisschen Booster-Opening. Das möchte ich jetzt ja nach jedem Part machen. Finde ich eine ganz coole Sache eigentlich. Und wir haben ja immer noch nicht alle Bundle-Angebote abgeschlossen. Jetzt haben wir noch das Bundle-Angebot, wo es ein Solemn Judgment drin gibt. Und das nehmen wir uns auch dann einmal direkt mit. Auch eine Karte, die ich dann einfach ins Deck packen werde. Mal gucken, was in den Master Packs drin ist und was ich noch nutzen kann. Ja, öffnen wir das erste Pack. Vielleicht ein glitzerndes Pack. Und darin haben wir nichts, offensichtlich. Oh, Paläozoik, ein Sensemann, ein Heavy Samurai, noch ein Heavy Samurai. Das ist ein Dark Lord. Okay. Ein Kaiser der Prophezeiung, eine ZW-Blitzklinge und ein Nimble. Der Hamster ist cool. Also jeder, der Edison-Format schon mal gespielt hat, weiß, die Karte ist sehr viable. Kann Rykos und Deck Special. Cool Karte. Aber nicht wirklich großartig von Nutzen für uns, glaube ich. So, was haben wir hier jetzt noch? Ein Alter Geist, befreienden Effektor, ein Strickschaf. Eisjade, Blumenkardian, die Severus, eine Firefist-Karte. Ja, also da war nichts drin. Sowohl nichts Interessantes als auch nichts, was man irgendwie verwenden kann. Gucken wir mal, was in dem Masterpack drin ist. Hier haben wir einen Magnite, einen Schrottbrecher, Schüler der Waffenkammer, einen Heroic Challenger, Krähen-Tengu, Hexwerkerin-Karte, Deus Ex Traveler und eine Sylvanik-Karte. Hier nichts Spannendes, da komm, gib mir irgendwas Cooles, was Nostalgisches, was Spannendes. Irgendwas, worüber ich mich freue. Das ist schon mal eine Seltenheit. Machen wir uns jetzt. Ein Abfallloger, Naturia Wald. Oh, ein Mask Hero, cool. Kampfwespe, Shallow Nest ist keine schlechte Karte in manchen Decks. Cyberdust Fusion, irgendeine Rare. Und was haben wir hier? Ewiger Albtraum. Was macht die denn? Okay, ja, kann in manchen Decks echt cool sein. Okay, eine SR gezogen, immerhin. Nächstes Pack. Was verbirgt sich hier? Eisjade nochmal. Bischki. Irgendwas. Movtronic-Karte. Eine Dorodo-Karte. Ein Bubble Man. Cool. Oh, eine Snowbell ist das. Ja. Wind Witch hat man ja mal gespielt mit Invoke zusammen, als Invoke rauskam. Crawler. Ein Ritualmonster, ein Exceed Monster, ein Fabled Monster, Überlast für die Chimera OTK, Cyberdunky, Deep Dark Traphole, die ist gar nicht so bad in manchen Matchups. Und noch ein Synchro-Monster. Ja, scheinen nicht für die berauschenden Packs zu sein. Aber zumindest irgendwas, was ich ins Deck packen kann, wäre halt cool, ne? Ishii Makira, ein Blackwing, aber ein schlechter leider. Battery Man, noch eine Battery Karte, erdgebundene Karte. Virtual World, ein Buster Belder Searcher und ein Artefakt Yara. Okay. Nächstes Pack. Ich glaube, das letzte war noch ein seltenes, oder? Hier haben wir auch nichts drin. Ein Evil Hero, ein Synchronentdecker, ein Chaos Neos. Irgendwelche Traps, das ist eine True Draco Trap. Ja, gutes Deck, True Draco auf jeden Fall. Ja, nix. Ja, ich wäre gerne enthusiastisch am Pack Opening, aber das ist irgendwie ein bisschen underwhelming gerade. Muss ich ganz ehrlich sagen, nichts von ist drin. Und eine Orkus-Karte. Ein Antriebs-Golem. Ja, Buster Crawler wäre stark. Ja, mehr solcher Karten, wenn ich was anfangen kann. Stinkkäfer, Kettensenator, Linden. Das ist eine gute Karte im Plan gewesen, finde ich ungefähr. Letztes Pack. Schauen wir mal, was sich darin verbirgt. Zwei seltene Karten auf jeden Fall. Ein Wunderriss, ein magischer Makler, Sternwind. Sassraf-Karte, BS-Karte, Neschadol,
Oh, ein Spellbook. Okay. Und was haben wir hier? Mask of Restrict. Mask of Restrict. Tolle Side-Deck-Karte gegen Monarch gewesen früher. Und eine Evol-Karte. Ja. Warum nicht? Okay, ich habe ein paar Kartenpack. Ich gucke einfach mal, ob jetzt. Ja, genau. Das Solemn kriegen wir noch dazu. Und ich gucke einfach mal, ob wir ein paar interessante Packs freigeschaltet haben, ob ich da vielleicht was draus ziehen möchte. Wundersamer Aufbruch haben wir durch die Story freigeschaltet. Leben findet einen Weg. Was ist das? Ich sehe einen Lagia, das ist cool. Oh, das sind Evol-Karten drin. Okay. Trügerisches Schwingen der Finsternis. Hier sind Darklord-Monster drin. Und das ist Spellbook? Das ist Spellbook. Ich hab mal Bock, ein Evol-Pack aufzumachen. Vielleicht ist da Lagia oder Dolka drin, das wäre cool. Gucken wir mal. Öffnen wir das Pack, schauen, was drin ist. Kybernetisch, irgendein. Ist das Nummeron? Das ist Nummeron. Ein Truckroid. Ein Dolka! Ja, nice! Okay, das hat sich gelohnt. Ultra Rare Dolka, nehmen wir mit. Evo-Preis, irgendwie sowas. Was haben wir hier? Eine Chaos-Jägerin, eine coole Side-Deck-Karte. Ich muss sagen, das hat mich angemacht. Wir nehmen mal noch eins. Das hat sich doch gelohnt. Gucken wir mal, was noch so drin ist. Ich meine, ein Dolka ziehen ist doch schon mal auf jeden Fall stabil. Eine ganz seltene Karte. Hier die Necroschleim, Mal der Rose, mal die deutsche Karte, ein Evol, eine Ursuppe, Nebel, noch ein Evol. Und was haben wir hier? Ein Loki. Ja gut. Aber nochmal eine Ultra Rare. Ich glaube, die kann man ja auch eintauschen oder so. Und ich habe ein neues Kartenpack gefunden. Okay. Ich guck mal, wie lange ich noch aufmache. Ich schau mal, was habe ich jetzt. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Nordisch und Asenmonster muss ich nicht haben. Ich mache noch ein Evol-Pack auf und dann reicht es für heute. Ja. Ich hoffe, ihr mögt auch die kleinen Pack-Openings. Finde ich, das ist mal ein ganz cooler Abschluss für den Part. Muss ich sagen. So. Wieder eine seltene Karte drin. Nichts, nichts, nichts. Tantenfusion, Ursuppe nochmal. Was haben wir hier? Mutantenkarte. Aber hey, Dolka gezogen. Das ist cool. Mein Dolka freut mich auf jeden Fall. Und wir haben jetzt wieder ein Kartenpack gefunden, glaube ich. Nee, haben wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, war das auch schon der heutige Part von Yu-Gi-Oh! Master Duel. Im nächsten Part geht es in eine brandneue Mission, wo ich das Deck auch wieder nicht kenne, scheinbar. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, trotz des komischen Gameplays, weil ich nicht wusste, was ich tue. Das werdet ihr im Let's Play öfter erleben. Ich meine, ich habe wenig Erfahrung mit den modernen Decks, aber ja. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. In diesem Sinne bin ich auch schon wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.